Wo habe ich das hingetan? Da, 26 Schichten Holz. Brennen! Ich brauche extrem viel Holz. Unglaublich, wie viel Holz man eigentlich braucht, weil ich habe in der letzten Folge schon gesagt, ich habe demnächst wieder ein Haus in meinem Singleplayer gebaut und habe erstmal 10 Stacks Holz gefarmt. Und es war dreistöckig, ne, zweistöckig und es war trotzdem nicht fertig. Die Holzkohle sieht hier voll geil im Texture Pack aus. Ja, finde ich auch. Irgendwie so zackig. Kann man die auch endlich mal unterscheiden, weil sonst die waren ja früher immer gleich oder hätten gleich ausgesehen. So. Boah, hört auf. Hör auf Minecraft mit diesen Scheiß-Bugs. Das ist voll dumm, wenn ich sowas abbaue oder irgendwas platziere, wird dann der Boden zu unsichtbar, also. Der buggt halt so rum. Das nervt übelst. Ich fange jetzt schon mal mit dem Hausbau an. Ja, mach das. So, ich habe mir eine Steinaxt gemacht, obwohl ich schon eine hatte. Geil. Welche ist so schlau von mir? Ich brauche das hier. Dann, also Paddy hat jetzt geschrieben, dass sein Mikro bis Weihnachten nicht geht, weil er es kaputt gemacht hat. Ha, ha. Ah. Naja, eigentlich ist er nicht lustig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach ja, falls es dich interessiert, wir ziehen in den Weihnachtsferien um, ja? Okay. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Und wir ziehen gleich auf 3 um. Nicht nur auf 1. Wie auf 3? Auf 3 gleichzeitig, auf 3 Server gleichzeitig. Mit Bungee Code halt. Okay. 3 verschiedene Serveranbieter oder gleiche? Also, der eine wird ja beim Luca laufen, also okay. Bei sich daheim. Und ja, der andere sind wir noch am überlegen, denn ich habe jetzt 2 Serveranbieter zur Auswahl, eigentlich, wo ich gut finde. Und wo auch, ich sag mal, billig sind, also nicht teuer. Also, ich kann es euch sagen, Nitrado ist schon mal nicht, benutzt nicht Nitrado. Auch wenn es. Okay, wenn man genug Abonnenten hat und da Partner ist, dann sollte man das benutzen. Bei Nitrado. Ja, du kannst da Partner sein, wusstest du das nicht? Ja, das schon. Ich habe mal nachgefragt und Nitrado. Da brauchst du irgendwie 1000 Abos, glaube ich. Nein, 100.000. Echt jetzt? Ja, um Nitrado-Partner zu werden, brauchst du 100.000 Abos. Hä, das kann doch gar nicht sein. Doch, ich habe nachgefragt. Nitrado.net. Nee, ich hab angerufen bei denen. Ja, aber Minecrafty und Co. ist da auch, obwohl er irgendwie 2000 Abos hat. Wer? Minecrafty und Co. Genauso wie, wie hieß der? Minecrafter 1905, der ist da auch Partner. Luke Plays ist der Partner. Oder ungespielt, LP mit Kev. Okay, die haben schon genug. Ne, warte, 10.000 Abos braucht man, nicht 100. Jetzt. Ja, okay. Das glaube ich dir schon eher. Aber 10.000 aktive. Ach so. Vielleicht, ich weiß ja nicht. Wollen die ja dann sagen, ob die aktiv sind oder nicht? Die können ja wahrscheinlich auf YouTube zugreifen. Oder die fragen YouTube. YouTube kann ja alles nachgucken. Das ist ja genauso, wenn du in so einem YouTuber-Netzwerk drin bist. Ja, hast recht. Die ganzen Netzwerke, die nehmen ja die Infos von YouTube. Und dann könnt die sagen, ja okay, wir geben denen jetzt so und so viel Geld. Ach ja. Weil das finde ich jetzt auch gut, weil dann kannst du nachts nämlich auch weiterbauen. Deshalb haben wir auch eigentlich die Monster ausgemacht, weil sonst müsstest du jetzt die ganze Nacht gegen Monster kämpfen. Und dann kommst du nicht weiter. Oh, ich hoffe bloß, ich habe genug Speicher auf meiner externen.
Ich muss ganz kurz gucken, wie viel Speicherplatz ich da noch drauf habe. Ah ja, 500. Locker. Meinst du, 500 MB reicht es, oder? Wenn man jetzt nicht eine Welttournee starten will, dann ja. Ja, pff. Minecraft ist bei mir eh nicht so groß. Hitman ist bei mir übelst groß. Es geht gar nicht. So, brauchst du irgendwie Holz oder so? Hab genug. Alles klar. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es nach Hause geht. Warte mal, ich stelle mich ganz kurz stumm. Okay. Dann rede ich mal ganz kurz hier weiter, dass es nicht irgendwie zu Ausfällen kommt. Oder des Weiteren sich die Tür. Ah, ja, komm, fress nicht immer gut. So. Wo war noch eins da hinten? Und ich muss. Ah, ich muss Outer City schon wieder öffnen. Okay, 22 Minuten. Alles klar. Läuft. Wie viel Holz habe ich jetzt eigentlich? Wenn ich daheim bin, gehe ich erstmal bei Jumper vorbei und gucke, wie weit der ist. So. Das habe ich jetzt einfach mal entschlossen, das zu machen. So. So. Naja, ich kann jetzt nicht einfach eine Folge machen, wo ich nur Holz farm und mein Bein zittert. Warum zittert mein Bein? Ah, auf diesem Eis klitscht alles so extrem. Ja. Da ist Kohle. Wieder da. Da ist Kohle an der Wand, aber ich habe keine Spitzhacke dabei. Geil. Super. Aber ich bin hier mal ein bisschen. Ich muss ja sagen, ich bin am Anfang ein bisschen hier durch die Welt geflogen, um erstmal so einen Platz zu suchen, wo wir bauen können. Denn ihr habt ja. Weil der Weltenspawn ist ein bisschen weiter weg. Und bin ich hier durchgeflogen durch die Welt, aber hier ist echt wirklich nur Schnee. Nur Schnee. Ohne Witz jetzt. So. Das auch noch. Also ich bin jetzt gerade am vierten Stack Holz farm. Und ich habe gesagt, dass ich gleich bei dir vorbeikomme, wenn ich wieder daheim bin. Okay. So. Oh, Zuckerrohr. Dich auch noch. So. Und falls du Essen brauchst, ich hab. Okay. Ja, erstmal Holz mit der Schaufel verkloppen. Schaufel an Holz. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo es zurückgeht. Aber ich habe Gott sei Dank die Cordis aufgeschrieben. Und du wärst ja eh dort. Noch. Ja. So. Oh, Lukas ist gerade online gekommen. Muss ich dem gleich mal Outer City erklären. Ohne Witz, er hat zu mir gesagt, ich soll ihm Outer City erklären, weil er es nicht kapiert. Leute, schreibt ihn an und sagt, was er für ein Noob ist. Weil wie noobig muss man eigentlich sein, um Outer City nicht zu kapieren. Ohne Witz jetzt. Man muss auf den roten Knopf drücken. Eben. Und dann muss man exportieren. Ja, eben. Nein, er kriegt es nicht mal hin aufzunehmen. Er weiß nicht, wo ich da drauf drücken muss und ich weiß nicht, was ist. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich bin einfach zu scheiße, ich bin zu kack, yes. Yes, 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 yes. Ohne Witz. Vielleicht auch mit Witz, muss ich mir noch überlegen. So, oh, da ist noch mehr Holz. Wie viel habe ich denn jetzt? Oh, alles klar, das geht schon mal. Ich mach jetzt einfach mal die Axt kaputt und ich habe schon wieder diese scheiß Bugs, ey. Die regen mich sowas von auf. Die habe ich jetzt seit 2 Monaten nicht mehr, seit der Hardcore-Season. Und jetzt habe ich sie wieder. Weißt du, dass es mich aufregt? Ja.
hört man ein bisschen heraus. Aber wie kriege ich die raus? Wie kriege ich die weg? Leute, wer schreibe ich den jetzt in Skype an? Hast du zufällig Shader? Ja, habe ich aber schon immer drin gehabt. Ich glaube, es liegt am Shader. Aber ich habe immer den gleichen Shader drin gehabt und das war jetzt die ganze Zeit weg und jetzt ist es wieder da. Ja, aber es gibt jetzt auch so Bugs. Es gibt ja aber so Bugs. Ja. Wo jetzt irgendwie mal kurz weg sind und dann kommen die wieder. Ich finde mein Haus scheiße. Ja, aber die waren doch schon weg, deshalb. Ja, was will ich machen? Oh. Muss ich nachher erstmal nochmal hingehen, weil wir müssen an unserem Server noch ein wenig weiterbauen. Zumindest an einem weiteren Teilstück des Servers. Nein! Ich glaube, du weißt ja, was ich meine, oder? Ja. Okay. Da unten ist Holz. Oh, nicht sterben. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ich bin eigentlich so einmal im Kreis gelaufen, sozusagen. Weißt du was? Ich pflanze jetzt hier mal lieber wieder Bäume, bevor die uns ausgehen. Weil ich habe hier schon so gut wie alles gerodet. Hier hat's keinen Platz. Doch hier. So, ein noch. So, jetzt haben wir erstmal, was weiß ich, glaube, halbe Stunde oder so. Nee. 20 Minuten. Ich weiß es nicht. 20 Minuten erstmal Holz gefarmt. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, normalerweise würde das bei uns alles hinter den Kulissen passieren, aber dieses Mal natürlich nicht. Scheiße, ich meine Axt kaputt. Und ich bin schon gespannt, wer der nächste Gast hier sein wird bei unserem Special. Ob auch mal Jonas oder Janis dabei sein wird. Das würde mich natürlich auch freuen, wenn die hier ihr Häusle aufbauen. Denn ich habe ja wieder mein Profil, ja. Wurde von Mojang zurückgezogen, aber dann habe ich erstmal Mojang angeschissen. Das geht es nicht so weiter, Mann. Ich bin Let's Play Junge, ich brauch Kanal. Geht ja nicht. Haben die jemand noch nicht irgendwie rückerstattet? Doch, jetzt habe ich ihn ja wieder. Achso. Ah, nicht schlecht. Okay, das ist wirklich ziemlich klein. Aber es passt dazu. Brauchst du Glas? Jo, könnte ich gebrauchen. Glasblöcke oder Glasscheiben? Ist mir eigentlich egal. Hab's dir reingeworfen. Also, aber. Ich glaube, ich mach Blöcke, sieht besser aus. Was ich ja richtig geil finde, eigentlich aus 6 Glasblöcken kannst du ja 16 von diesen Scheiben machen. Ja schon, aber die sind auch halb so dick. Ja, da können ja da kannst du sogar, hab ich gesehen, wenn ein Spieler dahinter ist, genau hinter der Scheibe kannst du den abschießen. Ja, das ist ein kleiner Bug. Ist das ein Bug von Minecraft? Ja, ich kann dir sogar zeigen, komm mal her, warte. Komm, warte, ich komme mal zu dir. Ich zeig dir auch nochmal einen Bug. Oh mein Gott. LOL. Und zwar kann man den so übelst bei PvP ausnutzen, der regt mich so auf bei Rush. Ja. Und zwar guck. So. Jetzt schlag mal hier zwischen die. Guck mal, schlag mal jetzt hier zwischen die Blöcke da. LOL. Hast du Schaden bekommen? Ja. Und das geht sogar mit Bogen. Okay. Also ich bin durch sozusagen durch den Block. Ja. Also sozusagen mit einer Ecke durch den Block gegangen. Okay, das ist echt komisch. Da ist ein Tintenfisch unterm Eis. Was ist da? Ein Tintenfisch unterm Eis. Echt? Mhm. Warte, ich suchen. Irgendwo mitten da drauf. Ah ja, da hinten, ich sehe ihn. Haha. Ich habe extra die von dem Server die Field Distance hochgestellt, dass ich hier weiter rausblicken kann. Denn ich konnte vorher. Weil die normal ist, ich glaube, die Field Distance auf 10 eingestellt, ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich die mal hochgeschraubt auf
13, 14? Ich weiß es nicht, jetzt sehe ich den Berg da hinten. Wuhu! Bei View Distance nicht. Nee, das ändert nichts, das ändert nur im Singleplayer was. Ich hab zu wenig Kohle. Dann mache ich mir ganz kurz Kohle. Lol. Wenn ich Holz hätte. Egal, ich verbrenne Holz. Ja. Geht genauso gut. Ich habe jetzt einen Eisenblock gecraftet. Nur damit mein Haus schöner aussieht. Aber ich weiß nicht, wohin ich den setzen soll. Hast du Eisen gefunden? Ja, ein bisschen. Ich will auch Eisen finden. Ich habe jetzt ein Eisenblock und mein Haus ist symmetrisch. Ich hasse es einfach. Okay, das ist schnubig. Ja, so. Eins, zwei, drei. Was? Sind Treppen aus? Ach nee, ich hab noch. So. Und so. Und so. Nein, nicht so. Ich baue die ganze Zeit Treppen mit der Schaufel ab. So, so, so. Also, ich kann jetzt hier mein Dach natürlich nicht aus, oh Gott, wie heißen die Dinger? Lehmbricks? Wie heißen die? Keine Ahnung. Also aus Bricks bauen, denn das würde ewig dauern, bis ich das gefarmt hätte. Wirklich ewig. Ach, das ist doch kacke hier. Lol, jetzt ist die Treppe runtergeflogen. Ich suche gerade Lehm nebenbei, ne? Echt? Aber wenn, ich habe schon gesehen, dass unter dem See Lehm ist, aber wenn es geht, dass der See immer gefroren ist. Du musst es kurz einmal regnen. Ey, Heiko! Was? Du bist tot. Wer ist cool? Ich habe eine Kuh gefunden und jetzt ist sie tot. Ich habe Heiko verstanden. Heiko ist tot, ja. Ich habe einen in meiner Klasse, der heißt Heiko. So. Alter, hier ist ein richtiges Schweineparadies. Ja, das habe ich schon gesehen. Ich brauche Sticks. Echt, ist ein Sumpfbiom. Ich weiß. Da waren wir letztes Mal, letzte Folge. Du siehst du vielleicht mal einen Kürbis gefunden, oder? Doch, hier sind überall Kürbisse. Echt jetzt? Ja. Wie viel Schnee man haben? Direkt neben meinem Haus, ich glaube auch einer. Ein Schneemann oder ein? Ein Dings. Na, du weißt was, ein Kürbis. Ja, Kürbis. So. Gell, hast du das schon gehört? Hard Reset wurde ja früher von Pizmeat gemacht, gell? Mhm. Das haben jetzt die von... Jetzt hab ich's vergessen! Von GameStar übernommen. Ist das GameStar? Oh kack, jetzt hab ich's verkackt, wahrscheinlich. Weißt du zufällig das Netzwerk? Also, von, wer in dem Netzwerk drin ist? Weil ich glaube Loopplays waren Game... Scheiße, ich hab den Namen vergessen, obwohl ich ihn gerade. Hä, wie? Nee, Game One! Sorry, Game One! Patty hat's mir gerade geschrieben. Ja, nicht GameStar. Weil, hast du das gesehen von. Ja, das war gerade eben von GameStar das neue Projekt, wo die da starten. Ja, gestrandet, dann. Heißt es. Nee. Das ist voll cool. Da macht Pizmeat auch mit. Pizmeat! Hast du irgendwo einen Platz bei dir, wo ich Koppel farmen kann? Ja, ich habe eine Höhle neben meinem Haus. Okay, gut. Ich komme mal zu dir. Ja, warte, ich muss doch ganz kurz mein Haus finden. Wo bist du? Okay, ich weiß, wo ich bin. Okay. Ich bin in 2 Sekunden da. Wo muss ich da hin? Ich seh dich. Warte da. Wo bist du? Hinter dir. Ah, da. Folg mir. Ach so, nicht in deinem Haus. Nee, außerhalb.
Und zwar, guck mal, hier. Lol, einfach runterspringen oder was? Ja, ja. Wie komme ich wieder hoch? Immer mit, also ich habe mich hier immer hochgebaut mit der. Ach so. Und das war ich. Ah, alles klar. Dann mache ich mal weiter. Ich wollte eigentlich da hochkommen. Ach so, ja. Egal. Hast du Kohle gerade da vielleicht oder Fackeln? Ich glaube Fackeln habe ich, warte, ich guck. Ein oder zwei reichen schon. In der Höhle sind eigentlich Fackeln. Kannst kurz abbauen gehen. Nubi. Ich habe keine Kohle mehr. Ja, ich baue die Fackeln hier ab. Lol, wie weit hast du das bitte ausgehoben? Sehr weit. Ich merk's. So. Also vielleicht, um nochmal zurückzukommen zu unserem Server, haben es vielleicht einige noch nicht mitbekommen. Und zwar werden wir hier von unserem YouTube-Kanal einen Server eröffnen mit Gott, mit allem, eigentlich mit allem, oder? Mit was? Mit, da ist ja Survival Games, da ist PvP, da ist ja eigentlich so gut wie alles, was es in Minecraft gibt, oder? Da gibt's geile Events von mir. Ja, genau, Jumper ist auch dabei. Ich wollte eigentlich Developer auf dem Server sein, aber irgendwie spackt mein Programm rum. Keine Ahnung, woran es liegen kann.